Yeah, just quickly back and so we can. I can see left. They're flashing on them. Nice. Okay, here. Okay. Get out the back off. Back off. I'm walking. Just back off here. Back off here. Fine. That's perfectly fine. We got the key. Yeah. Double started again, maybe. I can stop it. Like they are both. Yes. They are both. Take your time if you need to go to the toilet or something, and let's meet up in the in the other room. I'm gonna go to the toilet first. Ich glaube, als ich angefangen habe, League zu spielen, war ich in der 7. oder 8. Klasse. Das ist also jetzt mittlerweile, ich glaube, 6 Jahre her. Nach einem halben Jahr oder so habe ich dann gemerkt, dass ich halbwegs gut bin und wollte dann eben besser werden, immer besser werden. Und dann habe ich auch wegen Ehrgeiz habe ich dann immer weiter gespielt und mehr gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt an dem Spiel liegt, dass ich das so viel spiele, sondern eher daran, dass ich gut drin war und einfach gewinnen wollte. Und der Ehrgeiz zu gewinnen treibt mich an, weiter zu spielen und viel zu spielen. Das ist ein Strategiespiel. Du musst klug sein, um in League of Legends gut zu sein. Und League of Legends-Spieler oder Gamer generell, die im E-Sport aktiv sind, sind sehr, sehr ehrgeizig. Also die machen alles, um besser zu werden. Es macht einfach Spaß, was zu machen, wo man dann wirklich gut ist und auch zu den Top-Spielern dazu gehört, weil egal, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt irgendwas studieren würde oder so, wäre ich jetzt nicht unter dem Besten darin. Also nicht vergleichbar mit League of Legends. Das ist wesentlich größer als meine Liga. Hört dazu.
Du solltest mehr Hand machen als das. Weil hier kannst du leichter schummeln als mit Hand. Enger greifst. Was meinst du mit enger greifst, wenn du näher ran oder einfach fester? Ja, wenn du näher ran hast, dann kannst du mehr Kraft mit der rechten ausgleichen. Aber mit Hand kannst du halt nicht schummeln, genau. Wenn du mit der linken näher ran bist, machst du deinen linken am Meer. Nein, weil du verschiebst auch deinen Schuh, selber nicht so. Alle zwei Wochen gibt es halt Änderungen im Spiel und die können teilweise ziemlich schwerwiegend sein. Also das zum Beispiel, dass man dann quasi alles neu lernen muss. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, ich bin jetzt richtig gut, jetzt muss ich nur noch 4 Stunden pro Tag spielen. Man braucht eigentlich 8 bis 12 Stunden pro Tag, um auf Tableau zu kommen. Das Spiel macht mir aber auch natürlich viel Spaß, weil sich das Spiel immer wieder ändert. Und dabei ja, ist das Spiel so lebend. Welcome to Summoner's Rift. An enemy has been slain. Unstoppable. Legendary. Your path leads to fire. Godlike. Großen Märkten muss man sich wahrscheinlich immer vor Augen führen, dass man selbst auch als Spieler eine Marke sein muss, dass man selbst auch wirklich entertainen kann. Weil wenn das nicht passiert, dann interessiert sich auch keiner für dich und dann bist du ja meistens auch für die Organisation uninteressant. Weil, wie gehabt, die Organisationen aktuell nur bestehen dadurch, dass du ja Marketing-Reichweite mitbringst. Und das ist eine Thematik, die wollen viele noch nicht so sehen. Bist du gleich mit dabei? Oder? Jo, du machst die Almann. Schöne deutsche Kartoffel. Ich bin halt der Kartoffel, ne? Was suchst du? Oh, danke. Ja. Das ist ja immer sehr schön. Okay, guys. We want to do this meeting like this one time in a month. Every at the start, because we want to look what you post, what we can do better at social media, and so can we get you to retreat together yourselves and our main account, or is it like no? So yeah. What do you think about it? We could retreat some, but it would be awkward if you like I don't know do 2 retreats every day of just our players and team. I think it would be with you. Yeah. No, that's okay. I'm just asking. Do you have some... Also about retweets, like it's a lot easier for us to retweet stuff if it's content that is interesting. But I won't retweet like the MVP statistics because that's kind of boring to see. Like it's, if there's actual content with people in it or like funny stuff, like the picture we took that got like 400 likes, that's good content. Yeah. That's gonna be retweeted. Yeah. So, yeah, you said it. You don't like the MVP posts. No, that was an example. Another example no. Would be... Some of the better content posts because they're actually sometimes funny. First, you have to actually make people be interested in you before you make content for them. Yeah. That's important. And how you do that, I think everybody has to find that out for themselves. Like, by being a good player or like a funny person. Oh. A lot of stuff. Shit talking on Twitter also works to yes. make you more interesting, even if it's just a character. But if you just post random stuff, it's really useless because nobody gives a shit, you know? Okay. Goodbye. Ja. Man muss ab und zu mal Posts machen oder so, damit auch weil es die Orga so will, dass man das macht. Also es hilft zum einen auch, wenn dann zum Beispiel
andere Orgas über einen Bescheid wissen, dass man überhaupt existiert, muss man eben sich über Social Media mehr oder weniger bekannt machen. Und sonst eigentlich nur, weil ich muss. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwann so einen 9 bis 17 Uhr Job machen muss. Wenn ich mir irgendwie hinkriege, in E-Sport was aufzubauen, will ich halt versuchen, in E-Sport zu bleiben, in welcher Funktion auch immer. Und dafür ist Social Media halt unfassbar wichtig. Ja, da war der Backpack groß genug für dich. So, Glückwunsch. Jetzt. 2-0 war erstmal sehr, sehr nice. Beide Games sehr dominant. Das zweite noch heftiger. Wir wollen ein bisschen über Lurox und Tolkien reden. Du hast es ja schon kurz angestimmt, dass die Top-Lane-Synergie da gestimmt hat. Ich finde, beide haben ja wirklich geglänzt, oder? Ich denke, Lurox fühlt sich einfach unfassbar confident auf Gragas. Und das merkt man auch. Also er geht halt für deutlich mehr Plays als zum Beispiel auf anderen Champions. Er baut ihn auch sehr aggressiv, wie man vielleicht sehen konnte. Fand ich, hat einfach bei uns deutlich besser gestimmt als bei den Gegnern. Und ja, dann haben wir das halt einfach zu Ende abused. Die deutsche Szene entwickelt sich ja weiter. Mehr Offline-Events, mehr weiteres. Ihr habt jetzt natürlich einen derben Rückschlag hinnehmen müssen mit den EU-Masters. Wie geht's für euch denn jetzt weiter? Was sind eure Ziele für die laufende Saison hier? Also, es ist einfach in diesem Split in Deutschland super viel zu tun. Das heißt, selbst wenn du bei einer Sache rausfliegst, gibt es immer noch andere Sachen. Wir müssen uns da einfach drauf fokussieren und da unser Bestes geben. Es bringt jetzt einfach nichts, ein Trübsal zu blasen für immer und ewig, sondern wir müssen halt einfach nach vorne gucken. Ey. Man kann einfach nichts an der Vergangenheit ändern. Das ist einfach so. Sehr, sehr schön. Sehr das schön gesagt. Schlussworte. Und die Daumen sind natürlich gedrückt. Julian Galileo Dumda. Ich priorisiere League of Legends eigentlich über alles. Meine Mom verfolgt es regelmäßig. Aber sie hat sich auch League of Legends Buch gekauft und kennt sich jetzt ein bisschen aus. Weil ich nicht weiß, ob sie weiß, ob ich jetzt gut gespielt habe oder nicht. Sie sieht halt, wenn ich gewinne oder so. Und über das Spiel selbst rede ich eigentlich auch nicht mit ihr, sondern eigentlich eher so, ja, wie geht's dir? So. Wie ist es in Gera? Ich bin mehr ein Familien- und Freundmensch. Ich bin es nicht gewohnt, hier in einer Stadt zu sein, die so gefühlt leer ist und ich nicht wirklich Verbindungen aufbauen kann. Oder vielleicht versage ich auch einfach dabei.
Dadurch, dass man fast immer 10 bis 12 Stunden sich mit dem Spiel beschäftigt, sieht man es dann auch mehr als Arbeit. Oder man spielt eigentlich nur, um gewinnen zu können und weniger, einfach nur, weil man Spaß haben will. Ich empfinde es als nicht so optimal, sich so heftig drauf zu stürzen. Weil man könnte es wie beim Fitness vergleichen, wenn man durch und durch trainiert, keine Regenerationspausen macht, dann bringt das auch nicht so viel, wenn man dann am Ende so einen Burnout bekommt. Wenn die Jungs hier wirklich nur am PC hocken, dann gibt es da 8000 Menschen, die zuschauen. Und das sieht man dann nochmal gut beim Offline-Finale, weil da sind dann die Leute wirklich in der Arena, da sind die Leute excited und so weiter. Und auf das freue ich mich sehr, dann die ESL-Meisterschaft Finals in Gamescom. Bist du mit dem Netz verbunden gerade? Oh, aha. Das zweifältig nämlich. Ne, dreimal die 6. Einmal die 5. Und die 20 mit, ist das mit 3? Die 20? Ja, okay, dann die 20. Was hältst du von Blue Side? Seelen First Pick, zweite Rotation Tristana, irgendwas? Und wenn wir noch Tristana Alistar spielen, wir haben es bis jetzt nur Support gespielt, Seelen, also wenn sie es midlandig erwarten, und dann hätten wir ein und die Kombos ziemlich disgusting. Seelen Midlane? Und Seelen Midlane, Alistar Tristana. Ja, hört sich ziemlich nice an. Können wir halt auch nur Boostheit machen, weil... Es gibt so 4-5 Top-Teams in Deutschland, aber gerade ESG, gegen die wir jetzt leider verloren haben, hat entweder die Erfahrung oder hat schon die richtige Teamchemie gehabt. Und wir haben bisher 2-3 Mal das Problem gehabt, dass wir eigentlich das bessere Team waren oder selbst in der Hand hatten, aber durch eigene Fehler dann quasi verloren haben. CEO-Einkauf. Das ist kein Einkauf, das ist mein Bier. Oh. Ja, let's go, oder? Heute ist mein Tag. Also ich hab das einfach dahin gehängt, weil ich dachte, Dorian hatte gestern schon. Und jeder vergisst das einfach. Also weiterzumachen. Also was ist jetzt mein Tag? Heute ist, dann schätze ich dein Tag. Das ist aber whatever. Wenn gestern Tolkien's Tag war. Sio, was hältst du von Blue Side, Seelen, First Pick, Flex Pick, Gegner gehen irgendwas und dann Tristana, Alistar oder halt in die Richtung. Auf jeden Fall Tristana. Und dann Seelen Midlane. Ist fein. Auf Blue Side. Nur auf Blue-Side. Auf Purpose finde ich Assassins besser. Ich denke, das ist halt okay. Aber wir müssen nicht unbedingt Tristana nehmen. Ich fand eigentlich Silly und Krogma auch ziemlich insane. Hab ich auch gesagt. Hab ich auch gerade gesagt. Dadurch, dass das EU Masters jetzt Zeit für uns raus ist, denke ich, ist die ESL-Meisterschaft mit der Gamescom sehr wichtig. Da wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Gibt's hier keinen Focus Assist Disables? Zwei. Das kriegt mich richtig auf. Und der Monitor ist auch ein bisschen breiter als sonst, oder? Alles ist falsch. Nichts funktioniert. Boykott! Boykott! Der Schuh drückt auf der linken Seite.
Mann, ich will zocken. Xio Smash. Für mich oder traurig? Und wie sieht es aus wie eine schwule Katze? Perfekt. Guck ganz normal. Du guckst dir normal, wenn ich schwule Katze. Das ist perfekt. Das hier haben wir noch. Das ist fast besser. Oh Gott. Das ist richtig nice. Dann nehme ich für Twitter. Nein. Also was mich ein wenig stört, ist, dass Personen, die ich im echten Leben kenne, also Familie oder Freunde, dass die das halt nicht wirklich nachvollziehen können und ich dann denen das nicht wirklich erklären kann oder nicht beweisen kann, dass es etwas ist, was man wirklich machen kann. Und es mir wesentlich leichter fallen würde, wenn es anerkannt wäre. Hallo und herzlich willkommen von der ESL-Meisterschaft 2018! Live von der Gamescom in Köln, meine Freunde! Ich begrüße euch recht herzlich, mein Name ist Nixterboy, ich bin der Moderator für dieses Event für euch heute und ich habe heute den ersten Pokal, den ich verleihen darf. Es handelt sich um den Wüstenrot MVP Award der Season, der Most Valuable Player, eine Abstimmung gekürt von Turnierleitung und der Community zusammen und ich möchte einmal einen ganz großen Applaus von der ganzen Halle für Xio, den Gewinner des MVP Awards! Was ganz Besonderes einfallen lassen und ich bitte jetzt einmal unseren Kollegen von der ESL bitte auf die Bühne, denn wir haben noch etwas Kleines für dich, einen Scheck über 500 Euro, den darfst du gerne heute mit nach Hause nehmen. Einen großen Applaus! Jawohl. Also, damit steigst du jetzt erstmal ins Finale ein. Wie rechnest du dir deine Chancen aus und die Chancen deines Teams gegen Rolex Gaming? Also wir haben erst kürzlich gegen sie verloren, deshalb müssen wir heute nochmal richtig, richtig Gas geben. Aber wir haben auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen und werden unser Bestes geben. Sehr gut, Xio, viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ESG darf antreten gegen Atok. Wir befinden uns in der ESL-Meisterschaft 2018, direkt von der Gamescom. Wow, er geht auf den Kill. Zack, Javan hinterher, beide flashen. Jetzt kommt der Executor, no way. Kann sich da mit einem kleinen Assist doch das Ganze sichern. Harold sogar noch am Start. Tolki muss da wegflashen. Oh, er sitzt. Der went there, der ist insane. Oh, die machen eiskalt weiter. Tolki lässt sich da büßen. Und auch Lurox machen die Hund. Kaputt gekickt von went there. ESG ist einfach offline und Schlager. Was ist das bitte? Theo, er versucht das Ganze alleine. Zack, Würder. No way nochmal. Oh, low! Ja, komplette Linie, würde ich sagen. Also, ich wollte es gerade eventuell, das Item-Scaling ist gerade hier sehen wir Akali mit der Arbeit unterm Turret. Zack, André geht in der Hip. Tolkien, der einzige Überlebende. Und das ist auch relativ. Wird hier einfach nur kaputt gepokt. Und ESG 15-1 im ersten Spiel. Das ist auf jeden Fall meine Ansage, meine Damen und Herren. Abgehakt, jetzt zwei Wins hintereinander. Ad-Hoc spielt wieder super aggressiv. Das oh, Dio, Dio, Thunderlord. Da brennt ordentlich was. Das könnte reichen mit dem Flash. Stark, super wichtig für Xio hier an der Stelle. Gerade Murmel und Spex sind deutlich stärker als ihre Konkurrenten gerade im Moment. Schön gemacht von Panda. Kann er die Leute hochwerfen? Wird sie. Oh mein Gott, sofort zur Watch. Lurox springt dazu und ESG ist langsam mit Problemen. Dio, oh! Kill. Diese Kugel war tödlich. Xio hier mit den Sidesteps, mit dem Double Kill. Das ist eine Ahri. Die holt sich den nächsten. Die holt sich auch am Beiner den Corner. Sehr stark gemacht. Tolki mit dem Teleport kam der Locker dazu. Und auch der dritte in Viertel gehört hier Atok. Also das ist die optimale Condition, um einfach nur ESG fertig zu machen. Es hat hier sehr, sehr gut geklappt. Und klein angefangen. Also wie gesagt, Ahri, viele Fehler. Oft reingerannt und das wurde von Atok super gut gepunished. Also, wie gesagt, das erste Game können wir legit nicht mal werten, muss man dazu sagen. Aber es ist passiert und somit haben wir auch ein drittes Game, was sehr, sehr geil ist.
So, und wir befinden uns im Game, meine Damen und Herren. Die dritte Begegnung. Na, wir haben die volle Länge. Jo, oh, stark wieder von Panda. Zack, gleich kann man sich um zwei kümmern. Der ist aber tanky. Oh, bitter. Das hat gut funktioniert. Wir haben die Feinde auch wieder diesen wichtigen Break. Man sieht aber auch wirklich, wie ESG aktiv alle drei Lanes hier sehr, sehr stark reinpumpt. Oh, Akuri. Das sind Fehler, die einem das Spiel kosten können. Zack, vom Pirn will er aber sofort auf Zio drauf. Der oh, schön und grinst, das war's. Röki zerstört ja einfach den Carry. Tolkien hat den Hammer verfehlt. Das ist super bitter. No way, da mittendrin flasht er davon. Der Lurox, der kann gegen Magical Chris nichts machen. Tolkien muss da ebenfalls weg. Und ESG, die gehen ja einfach über Atom drüber, als wenn es ein feuchter Lappen auf dem Boden ist. Zwei bis am Rennen, der hat den Fünferboost. Letzte Chance für Brüki. Die Aufladung erfolgt und oh, er trifft ihn. Das hier ist gerade die absolute ESG-Show. Holy shit. Wo fest, flecht er hinterher. Schnappt sich die nächste Murmel. Der wehrt sich, bemüht sich. Zack, Shutdown. Für Xio. Die oh, aber die hat getroffen. Sehr, sehr schön. Kann sich dann nochmal gegenheilen. Und damit können wir sagen, Gamescom 2018, ESG hat das Triple komplett gemacht. Gewinnen einfach jede Meisterschaft für sich. Ganz, ganz großes Lob, meine Damen und Herren. Sehr, sehr stark. Da ist natürlich die Mission da. Ich meine, es ist schön, dass man sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat im ersten Game. Tolle Gesichter. Vor allem, wenn man jetzt mehrmals verloren hat gegen einen Gegner, dann blockiert man sich selber. Also man spielt dann, um nicht zu verlieren und man spielt nicht mehr, um zu gewinnen. Und ja, ich werde die immer wieder erinnern. Ihr seid gut, Jungs, und ich werde die animieren, ich werde die Positivität ausstrahlen. Und ja, ich denke, so werden wir die Moral schon gut draufkriegen. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen selbstbewusster geworden vielleicht. Wobei ich jetzt auch immer nicht so selbstbewusst bin. Aber ja, ich denke, es hat mich eigentlich nur positiv geändert, im Großen und Ganzen. Also vor einem Jahr ungefähr, als ich auch verloren habe, da hat es mich wesentlich härter getroffen. Aber dann habe ich gelernt, dass Verlieren einfach dazugehört und es einfach nur Zeitverschwendung ist, sich wütend deshalb zu machen oder traurig zu sein. Und stattdessen einfach weiter trainiert, damit man die anderen gewinnt. Einfach die Nähe der Spieler und auch deren Emotionen zu sehen jeden Tag, hilft schon sehr dabei, damit umzugehen. Weil dann teilt man halt das Leid